Servus, gestern gibt es wieder mal der Didi. Ich bin jetzt da oben am Ice Cube auf über 3000 Meter und wandelt sozusagen auf den Spuren von James Bond. Teile des aktuellen James Bond Films Spectre wurden ja hier in Sölden realisiert. Rund 10 Minuten stammen aus Sölden im aktuellen Film. Und hier die Location am Ice Cube ist wohl eine der spektakulärsten davon. Sieh dich um, James. Alles, woran du geglaubt hast, ein Trümmerhaufen. Bei mir jetzt der Dino war da mit dabei bei den Dreharbeiten hier am Ice Cube für den James Bond. Dino, wie war das mit dem James Bond und dem Ice Cube? Ja, es war natürlich sehr, sehr spannend, gerade für uns als Bergbahn in Sölden, dass wir die Chance und die Gelegenheit gehabt haben, die komplette Crew von James Bond mit Sony im James Bond zu haben. Das Ganze war im Anfang Januar letzten Jahres. War sehr, sehr interessant und natürlich mit Daniel Craig zusammen das Ganze zu erleben, sehr, sehr spannend. Was ist da um den Film fahren oder wie schauen da die Szenen dann im Film aus? Ja, die Szenen drehen sich eigentlich um den neuen Film Spectre und dort ist das Haus eigentlich kein Restaurant, wie es eigentlich ursprünglich ist, sondern eine Klinik bzw. ein Sanatorium und das Ganze wurde natürlich auch dementsprechend dann umgebaut, die Sachen, die ganzen Tische, Stühle, Bänke, die Lampen wurden abgehängt, also es wurde schon einiges verändert, aber der Großteil spielt eigentlich außerhalb vom Haus vor der Tür. We are in Austria, in the mountains, in a beautiful place called Sölden. It's very surreal, it looks like a painting. Especially from a guy like me, I'm, you know, from the inner city. I grew up in the inner city. It's my first time ever on a mountain. I'm quite nervous at the moment, but I'm really excited and looking forward to starting the film. Action! Above all, we have to deliver an amazing sequence, and this is going to be one of the major action sequences of the movie, a jewel in the crown, so to speak, and it's going to be spectacular. It was a long journey for me through many countries to try and find this, and we found a very unique modern facility that we were looking for. So here we are now, first day of shooting, and it's just absolutely amazing. I think we're going to continue the history of the Bond films and making things that are exciting for the audiences to look at. And what could be more exciting than to be on top of the world? Wer war da vor Ort von dem ganzen Cast? Ja, natürlich, das Haupthighlight war natürlich Daniel Craig. Wir haben gemeinsam Cappuccino getrunken und uns ein bisschen so mit Smalltalk über das Ganze unterhalten. Er hat sich auch sehr fürs Haus interessiert, was wir so machen, für den Tourismus auch in Sölden. Hat sich auch sehr, sehr bedankt, dass er bei uns sein darf. Und diese 10 Minuten bleiben mir sicherlich im Gedächtnis. Also wer auf den Spuren von James Bond sich wandeln will oder sich interessiert dafür, wäre unbedingt wichtig, dass man bei mir im Haus reserviert. Also es ist im Internet auf www.icecube.at die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer von mir hinterlegt. Wie gesagt, wichtig wäre, Tische zu reservieren fürs Mittagessen, für die Icecube-Lounge oben. Und dann kann man das hautnah erleben, was da oben passiert ist. Das war's für heute. Servus, Peter Enk und bis zum nächsten Mal.